Unser Experte im DAX-Check ist heute John Gossen von Gewester. Herr Gossen, ja, die Rückkehr in den Party-Modus oder ist die Party schon vorbei? Wie geht's weiter mit dem DAX? Ja, grüße Sie, Herr Groß. Die Party ist mit Sicherheit übergeordnet betrachtet noch lange nicht vorbei. Betrachten wir aber zunächst einmal den mitgebrachten 6-Monats-Chart. Wir sehen hierbei, wie schon von Ihnen zuvor angedeutet, dass sich der deutsche Aktienindex in der Vorwoche ja mal eine kleine Konsolidierung gönnte. Dabei ist der DAX von rund 8,560 mal 300 Punkte zurückgefallen. Jetzt versucht der DAX wieder diesen markanten Widerstandsbereich der Vorwoche anzugreifen. Ich denke allerdings nicht, dass dieses nun bereits im zweiten Anlauf gelingen wird. Das heißt, dass wir nachhaltig hier über 8,550 Punkte ausbrechen. Wie es letztendlich kurzfristig weitergehen kann, dazu würde ich einmal gerne in den mitgebrachten 10-Tages-Chart springen. Wir sehen hierbei noch eine sogenannte Kurslücke, sprich kurz gesagt ein sogenanntes Gap bei rund 8,530 Punkten. Sollten die Bullen hier noch genügend Rückenwind liefern, könnte diese Marke vielleicht noch im Tagesextrem erreicht werden. Allerdings rechne ich dann wieder eher mit fallenden Notierungen kurzfristiger Natur in Richtung der Marke von ca. 8,400 Punkten. Dort wartet, wenn, eine recht gute nächste horizontale Unterstützung. Den Stopp sollte man, wenn, ganz klar strategisch über das letzte Hoch von 8,560 Punkten knapp legen. Das ist also die Situation. Sie sagen, übergeordnet läuft da alles mehr oder weniger, aber jetzt für den kurzfristigen achtet ein bisschen darauf, wir könnten uns hier zurückziehen. Haben Sie eine Trading-Idee für uns heute dabei? Natürlich. Ich habe ein entsprechendes Zertifikat von der ING vorbereitet, ein sogenanntes Turbo-Put-Zertifikat. Hierbei lautet, wenn der Einstieg 8,530 Punkte, das zuvor aufgezeigte Gap als Tagesextrem, Stopp, wie gewohnt, setzen, nicht vergessen, dieser wenn auf 8,580 Punkte und das Ziel, wie aufgezeigt, liegt wenn bei 8,400 Punkte. Das ist also die Investment-Idee für den heutigen Handelstag. John Gossen, Dankeschön für Ihre Einschätzung. Sehr gerne.